Hallo meine Süßen, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Und zwar war ich wieder einmal in dem. Ich habe jetzt diese Tüte hier, alles mit den Produkten. Und ja, ich wünsche euch einfach mal viel Spaß beim Video. So, ich mache jetzt dieses Video nicht getrennt. In diesem Haul geht es auch um den Teiler und Kosmetik sowie Haushalt und alles. Und ja, ich fange jetzt einfach mal an. Das ist ein kleiner Haul. Und ja, ich habe einmal diese Vorwaschspray gekauft von Frosch. Ich habe es gekauft, weil ich einen Coupon dafür hatte. Irgendwie ein paar Cent weniger, glaube knapp 1 Euro weniger. Und deshalb habe ich das mal mitgenommen. Das ist jetzt für Flecken, also ist ein Fleckenlöser. Spray kann man immer gebrauchen. Dann habe ich was Neues entdeckt beim DM, und zwar diese Hip Wash Schaum Sensitive. So eine kleine süße Ente. Das ist für Gesicht und Hände. Ich habe gedacht, jetzt wenn Tyler dann anfängt herumzutoben und alles und wir draußen waren, nach Hause kommen, benutzen wir das, um seine Hände zu waschen. Und ja, ich finde das Design ganz süß. Waschschaum kann man immer gebrauchen und vor allem für Kleinkinder ist noch, also finde ich sensitiv noch ein bisschen besser als so Handseifen, wie das, was wir eigentlich benutzen. Dann habe ich einfach davon noch ein Nachfüllpack gekauft. Hier steht jetzt ohne Allergie. Verdächtige Duftstoffe, ohne ätherische Öle, ohne Farbstoffe, ohne Parabene, ohne tierische Rohstoffe. Ja, finde ich ganz gut, was hier drauf steht, und deshalb durfte es mal mit. Dann haben wir für den Teiler wieder Wattestäbchen nachgekauft. Die benutzen wir auch oft, um ja, den Nasen zu reinigen von ihm oder den Bauchnabel. Ja, für das ist es gedacht, noch eher weniger zum die Ohren putzen, eher für so alltägliche Dinge. Dann habe ich noch von Babylove leichte Gesichtscreme mit Avocadin und Sonnenblumenöl gekauft für den Teiler. Ich habe zwar schon ein Gesichtscreme von HIP, aber ich möchte gerne auch noch andere ausprobieren. Und ja, vom Geruch her hat es mich noch angetan, weil es nicht so aufdringlich ist, aber doch toll riecht. Deshalb durfte es mit. Dann haben wir 3 Stück von den Multisicherheitsdingens gekauft, weil er bei uns überall die Schränke öffnet und ja, zwischendurch klemmt er sich mal auch die Hand ein oder so, und deshalb müssen wir jetzt ein bisschen darauf achten, ja, dass die Schränke zu sind. Und ja, er macht auch überall Schubladen auf und ist ein bisschen gefährlich, und ich möchte ihm auch nicht hinterher rennen. Ich möchte ihn auch mal machen lassen, und deshalb, solche Sicherheit sind immer toll, kann man immer gebrauchen und muss in jedem Haushalt eigentlich auch dabei sein, wenn ihr Kinder habt. Dann haben wir noch so Eckenschutz gekauft. Braucht man auch immer in jedem Haushalt mit Kleinkindern, Babys. Ist einfach ja sicherer. Wir haben jetzt wirklich fast überall, wo es Ecken und Kanten hat, haben wir das drauf, und ja, so fühlt man sich einfach sicherer und wohler. Und ja, dann ganz unspektakulär Zwiffer, darf bei uns im Haushalt auch nie fehlen. So für zwischendurch mal den Boden reinigen, finde ich toll. Es riecht sehr toll, richtig schön zitronig, frisch, und die Wohnung riecht dann einfach frisch geputzt, und das finde ich schön. Deshalb kaufen wir immer Zwiffer. Dann habe ich etwas Neues entdeckt, also eine Limited Edition von Glade by Breeze One Touch, das winterliche Bärentraum.
Da durfte zweimal mit. Ich habe zwei so Sprühdingens. Eins, was elektrisch ist und eins im Badezimmer. Und ja, deshalb habe ich mal zwei mitgenommen. Ich finde es einfach toll. Ich liebe solche Beerendüfte und auch Mango. Da bin ich aber gespannt, wie die so riecht. Dann habe ich eine Pflanzenölseife mit Erdbeere gekauft. So sieht das aus. Ich habe es jetzt nicht für meine Hände gekauft, sondern für meine Pinsel. Da bin ich gespannt, ob es auch gut ist, weil ich habe sonst immer Shampoos, Baby-Shampoo oder von Balea die Himbeer-Shampoo. Und jetzt wollte ich mal etwas anderes ausprobieren und habe gedacht, ich kaufe mal das hier. Ja, bin ich gespannt. Dann habe ich noch eine Küchenseife gekauft mit Grapefruit und Orangenduft. Habe ich mir auch schon einige Male gekauft und durfte bei diesem Einkauf jetzt auch nicht fehlen, weil ich finde, es riecht einfach toll und ist auch noch, wie sagt man, antibakteriell. Finde ich ganz gut. Habe ich mir, glaube ich, auch schon zum vierten Mal jetzt nachgekauft. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall kaufe ich gerne diese Duftrichtung für die Küche. Dann habe ich wieder einen Deckel mit Spülbalsam gekauft. Das ist jetzt Holunder und Birnenblüte. Finde ich, riecht auch ganz toll. Es ist violett, finde ich auch wunderschön. Und ja, kann ich euch auch nur empfehlen. Wie gesagt, ich kaufe sehr gerne Denk mit Spülbalsam ein und ich finde es gut und das ist sehr günstig und darf auch nie in meinem Haushalt fehlen. Dann habe ich für den Teiler mal Kindermüsli Banane gekauft. Ja, bin gespannt, ob er es gerne mag. Ich habe gedacht, als Frühstück, also ist ja ein Frühstücksding. Ja, bin sehr gespannt, ob er es mag oder nicht. Dann habe ich ganz neu entdeckt, steht auch neu drauf, von Got2Be, Too Sexy Big Volume Push-Up Haarspray. So sieht es aus und ich mag ja Volumen, vor allem jetzt. Früher mochte ich Volumen nicht so, weil ich früher dicke Haare hatte, aber seit ich jetzt dünne Haare habe, mag ich Volumen sehr und deshalb durfte dieses Spray nicht fehlen. Ich bin sehr gespannt, wie es ist und ja, da freue ich mich drauf auszuprobieren. Dann habe ich auch noch aus der gleichen Serie Too Sexy Big Volume Push Up Volumen Spray Powder. Normalerweise gibt es die Volumenpuder ja nur so in Dose, wie Puder ausschaut. Und das ist jetzt mal eins mit Sprühkopf. Da bin ich jetzt auch gespannt, ob es funktioniert, weil bei diesem Puderdingens fand ich es nicht so gut, weil, ja, ich weiß nicht, das hat die Haare so verklebt und es sah einfach nicht so schön aus. Und bei diesem hier bin ich jetzt gespannt und vor allem vom Duft her bin ich sehr gespannt, wie es riecht. Ja, ich werde euch darüber berichten. Dann ist meine Tüte eigentlich auch schon leer. Dann habe ich hier noch dekorative Kosmetik, sind nur so ein paar Kleinigkeiten, aber ich möchte es euch trotzdem gerne mal zeigen. Ich habe mir einmal diese Sun Club, was ist das, All-in-One Bronzing Highlighter gekauft. Das ist jetzt für blondes Haar. Es gab noch eins für Brünette, aber die von Brünette ist einfach viel zu dunkel. Mir gefiel die Farbkombi sehr und deshalb durfte ich diese hier mit. Dann habe ich von Essence noch die Stays No Matter What Eye Pencil gekauft. Einmal in grün, das ist diese Farbe hier. Und einmal in violett. So schaut es aus. Finde ich sehr schön. Bin gespannt, wie lange die Haltbarkeit ist. Dann musste nochmals ein Lippenstift aus der Sheer Glam Reihe mit. Und zwar die Farbe 115 PS I Love You. So sieht das Swatch aus. Es ist eine wunderschöne Pinkton. Wie ihr seht, mag ich Pinktöne sehr. Dann habe ich mir einen Lidschatten mitgenommen von Essence Metal Glam Eyeshadow.
Das ist diese Farbe hier. Das ist jetzt die 07 Golden Up. So. Also Soggy Swatch sieht sehr schön aus, aber ich habe beim Snooki Fool gesehen, dass wenn sie es mit dem Pinsel aufträgt, dass fast keine Farbabgabe da ist, also dass die Pigmentierung nicht gut ist. Da bin ich jetzt einfach gespannt, sonst trage ich diese Farbe hier jetzt einfach mit dem Finger auf. Dann war ich noch bei uns in der Schweiz im Migros, im größeren Migros, und habe beim Essence nochmals nachgeschaut, weil ich einfach nach der Suche, auf der Suche nach dem Kabuki war. So. Und ich habe es jetzt gefunden. So schaut es aus. Ich bin gespannt, wie die so ist, weil ich habe von Essence noch keinen einzigen Kabuki. Also außer Soul Sister LA habe ich ja leider verpasst. Ich habe nur einen Vergleich zu MAC, Bobby Brown, Dior und Catrice. Aber von Essence hatte ich noch nie eins und deshalb durfte es mit. Bin froh, dass es noch entdeckt zu haben, denn in meinem DM, dort wo ich war, gab es den Aufsteller mit dem Kabuki-Pinsel noch gar nicht. Dann habe ich mir noch einen Precise Eyeliner Brush gekauft. Das ist die neue mit dem pinken Ende. Da bin ich jetzt auch gespannt, ob es einen Unterschied gibt zwischen diesem hier und dem alten. Dem alten habe ich auch und ja, da bin ich jetzt einfach mal gespannt. Dann zu guter Letzt habe ich noch die Lip Butter von Labello entdeckt. Also normalerweise gibt es ja die von Nivea hier. Und ich habe jetzt den von Labello, Vanille und Macadamia. Ich bin absoluter Fan von diesen Lip Balms. Und ja, da durfte es bei mir natürlich jetzt im Einkauf, bei meinem Einkauf nicht fehlen. Und ich finde, es riecht so toll. Es ist jetzt, diese hier ist jetzt transparent, aber riecht sehr toll nach Vanille. Also Macadamia, keine Ahnung, wie das riecht. Aber Vanille riecht man heraus. Es ist nicht so aufdringlich. Es ist ein schön leichter, dezenter Duft. Aber man riecht es doch, dass es Vanille ist. Und das ist die Hauptsache. Und ja, ich bin ein großer Fan von diesem hier. Ja, das war's jetzt von meinem Einkauf. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Bis dann, bye!